Hallo ihr Lieben, schön dich zu sehen, schön, dass du da bist. Danke für dein dich verbinden hier während der Osterwoche und in dieser Erinnerung, dass wir ja diese Auferstehungserfahrung in Wirklichkeit jeden Moment miteinander teilen. Hallo. Hallo. Hallo, der Baron. Hallo. Hallo. Guten Abend. Hallo, der Hallo. Baron. Hallo. Natürlich wissen wir nicht nur aus der Beschreibung des Neuen Testamentes der Bibel und natürlich aus dem Kurs in Wundern, was es mit der Kreuzigung auf sich hat. Und wir haben auch heute bereits vor 1,5 Stunden uns vor 2 Stunden uns in dieser Verbindung mit ihm genauer angesehen, wie das eigentlich auf den Bruder projiziert wurde und was wir jetzt in diesem neuen Verständnis und der neuen Erfahrung lernen können und erkennen können in unserer persönlichen Beziehung. Und wie du siehst, ist ja da bereits Jesus erwartet dich bereits hier über den Wolken. Und natürlich, das ist alles in deinem Geist. Und wir wollen hier nicht mehr länger uns Zeit nehmen, beziehungsweise das hinausschieben auf in der Idee, dass da noch etwas fehlen würde, wirklich in unserem Geist, ne? Wenn du die Kreuzigung als ein Mittel nach wie vor verwenden möchtest, und das wäre dann auch bloß ein Mittel, um deine körperliche Auferstehung wirklich ganz klar zu erkennen, dann ist es ein Mittel für die Auferstehung und nicht eine Wirklichkeit, an der du noch länger anhalten solltest, noch müsstest. Und diese Teile werden ja im Kurs absolut klargestellt, ne? Und ich möchte hier, vielleicht wird das jeden Tag gelehrt, hoffe ich zumindest, weil es Erkenntnisse sind, die schon im menschlichen Geist neue Erkenntnisse in Bezug zur Kreuzigung hin zur Auferstehung sind. Und diese Erkenntnisse, wenn die mal ganz klar im Geist leben und sich ausdrücken, dann findet da auch keine Projektion in dem Sinne statt, in dem Angriff, Ärger, noch irgendetwas versprechen, noch etwas für einen bieten kann. Der Geist wird in dem Sinne wirklich frei. Und dann ist natürlich auch aller Raum gegeben, um das zu feiern, worum es geht. Um die Freude, die Liebe, die Glückseligkeit, den Frieden, den wir ja alle in uns spüren und absolut miteinander teilen wollen. Und dann ist natürlich, so wie wir jetzt in den Lektionen auch miteinander gerade teilen, ich will, dass Licht werde und es gibt keinen Willen außer Gottes Willen, etwas, was der Natur unseres Bewusstseins entspricht. Und du siehst dann ganz klar, dass jede andere Aktion, alles andere, was du nach wie vor mit deinem Bruder geteilt hast und Groll in dir oder in deinem Bruder ausgelöst hat, wirklich ein vollkommener, nutzloser Weg ans eigene Kreuz war. Weil was immer wir daraus lernen können, in den ganz individuellen Erfahrungen des Getrenntseins vom Bruder, was das Getrenntsein von der Quelle von Gott ist, ist letztendlich, dass ich mich selbst gekreuzigt habe und dass dies nun als eine nutzlose, wie er es ursprünglich als eine foolish, eine närrische Reise bezeichnete. Und das ist der Beginn von Kapitel 6. Und wie wir ja wissen, dieses Kapitel wird ja bezeichnet als die Lektionen der Liebe, ne? Als die Antwort, die wir vom Heiligen Geist empfangen.
Und so wie der erste Abschnitt die Botschaft der Kreuzigung ist, und da haben wir heute hineingeblickt, ist dann eher am Ende des Textbuches im Kapitel 27 das Bild der Kreuzigung nochmals genau erklärt, worum es hier geht in diesem Verständnis und was nun dein Teil sein soll darin in der Erkenntnis und in deiner Bereitwilligkeit über alle Erscheinungsbilder, die die Kreuzigung umfassen, hinauszugehen, um in der Auferstehung zu leben. Und so erklärt er uns ja schon zu Beginn dieses ersten Abschnittes, dass die Kreuzigung nicht eine Bestrafung, eine Form der Bestrafung war und dass er darauf bereits eingegangen ist. Aber hier ist es bereits auf einer ganz normalen, wahrnehmbaren Ebene erklärt, indem er zum Ausdruck bringt, dass dieses Bild, diese Idee der Kreuzigung nichts weiter war als ein extremes Beispiel. Und dass dieses extreme Beispiel dazu gedient hat, um wirklich etwas zu demonstrieren, wovon der Geist ja gar nichts weiß, solange er es nicht selbst in Erfahrung gebracht hat. Und diese Aussagen, wie ich sie ja auch heute schon geteilt habe, die durch den Geist von dem Lehrer, Master Teacher genannt, zum Ausdruck kam, war, dass Jesus selbst am meisten überrascht war darüber, was in der Auferstehung erfahren wurde und erkannt wurde, weil es ja natürlich die vollkommene Befreiung ist der Wahrnehmung und eines Glaubens, einer Idee, dass da überhaupt ein Körper da wäre, der sterben könnte, dass es so etwas geben könnte wie Tod. Und selbst wenn das in der Erwachenserfahrung, in einer Erfahrung des Rausgehens aus Zeitraum für einen Moment erkannt wird und vollkommen erfahren wird, ist trotzdem die Auferstehung eine körperliche Auferstehung, in der auch erfahren wird, wie letztendlich jede Zelle, jedes Atom in der Vorstellung vom Körper wirklich nur Licht ist. Und du hast das ja auch erwähnt, Hubert, in dieser Erkenntnis, dieses Überraschtseins dessen, was die Auferstehung wirklich anbietet. So, diese Erinnerung an die Auferstehung wird jetzt durch den Heiligen Geist in unserem Geist wachgehalten. Und das ist der Grund, warum das extreme Beispiel der Kreuzigung nicht mehr wiederholt werden muss. Du hast sicher gehört, dass in verschiedensten Ländern, mir fällt jetzt gerade ein, in den Philippinen, die Leute am Karfreitag sich nach wie vor nicht nur Geißeln und Dornenkronen aufsetzen, nein, die lassen sich an Kreuze nageln, okay? Und wiederholen letztendlich dieses extreme Beispiel für ihr eigenes Lernen, für eine eigene Demonstration, dass sie eigentlich Leiden überwinden können. Aber was die Kreuzigung wirklich aufzeigt, ist, dass es so etwas wie Leiden überhaupt nicht gibt. Und damit gibt es auch nicht so etwas, was Leiden hervorbringen kann. Das heißt, ein Angriffsgedanke. Und darüber spricht er hier. Und er setzt hier klar eine Betonung, dass es sich um eine Lehreinrichtung handelt und dass darin etwas lernen zu können als Lehreinrichtung. Hier kommen die. Maike kommt gerade an. Hallo. Dass hier der Wert darin liegt. Und er liegt einzig in der Art des Lernens, dass sie erleichtert. Und man kann sie missverstehen und man hat die Kreuzigung missverstanden. Das rührt allein daher, dass die Angsterfüllten dazu neigen, angstvoll wahrzunehmen. Und das war natürlich, da ist eine Quelle da draußen, die mich verurteilt, die mich angreifen kann, die mich bestrafen will. Das ist, was der Angstgeist als Ego-Bestimmung, als Ego-Ausdruck
ein Bild sieht, das in Wirklichkeit gar nicht so eine Rolle spielt, wie es dargeboten wurde, wie es angeboten wurde über 2000 Jahre hinweg. Und Jesus sagt in einem persönlichen Ausdruck, indem er sich persönlich an uns wendet: Ich habe dir bereits gesagt, dass du dich immer an mich wenden kannst, um meine Entscheidung zu teilen und sie dadurch stärker zu machen. Ich habe dir auch gesagt, dass die Kreuzigung die letzte nutzlose Reise war, die letzte wirklich eine Narrenidee war, könnte man foolish journey, die die Sohnschaft machen muss. Er spricht von der Sohnschaft, unser gesamtes Bewusstsein in diesem Erwachen. Und sie machen muss, und hier setzt er weiter fort, und dass sie für jeden, der sie versteht, Befreiung von der Angst bedeutet. So der Punkt ist, einzugestehen oder anzuerkennen, wo ist noch Angst in meinem Geist? Oder kann ich tatsächlich die Bilder der Welt, die Bilder der anscheinenden Kreuzigung wirklich angstfrei entgegnen und in meinem Geist umwandeln und so erkennen lernen, dass wirklich nichts anderes da ist als die Freude und die Liebe Gottes, dass nichts anderes am Werke ist als sein Wille. Und das hat nichts mit Kreuzigung zu tun. Das hat damit zu tun, in etwas zu leben, was wir Freude, Liebe nennen, Frieden nennen, der niemals vergänglich sein kann, der diese Ewigkeit in uns eröffnet und als eine Gegenwart, eine Präsenz erkannt werden kann und in dem Sinne ausgedehnt wird. So, er geht dann in den nächsten Absätzen darüber über Ärger, Angriff und Angriff fördert Angst ein. Und sagt dann, dass der Angriff sich letztlich nur gegen den Körper richten kann. So, es geht darum, hier klar zu erkennen, ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Das ist das wirkliche Curriculum, der Lehrplan, der uns durch diesen Kurs, durch die Stimme, die für Gott spricht, durch Christus Repräsentation in jedem Bruder, immer wieder in Erinnerung gerufen wird. Du bist frei, sagt er, es steht dir frei, du bist frei, dich als verfolgt anzusehen, wenn du es so willst. Wenn du dich aber entscheidest, so zu reagieren, dann solltest du dich erinnern, dass ich nach dem Urteil der Welt verfolgt wurde, diese Bewertung selbst jedoch nicht teilte. Du siehst, hier zeigt sich, was diese Geistesschulung in uns bewirkt und bewirken muss und bewirken soll. Wir sollen alles mit einem vollkommen neuen Sehen, mit einem neuen Geist sehen und anerkennen. Und das heißt, dass wir eine Bewertung eines Urteils oder einer Verurteilung der Welt nicht mehr mit irgendjemandem, mit irgendeinem Aspekt der Welt teilen, nicht mehr uns selbst glaubhaft machen. Großartig. Und weil ich sie nicht teilte, habe ich sie nicht bestärkt. Das ist, es geht immer darum, das, was ich in meinem Geist bestärke, das hat natürlich Wirklichkeit, bekommt Wirklichkeit und alle Ideen, die geteilt werden, alle Gedanken, die ausgedehnt werden, bestärken genau diese Glaubenssätze, diese Erfahrungen, die wir als unsere Wirklichkeit anerkennen. Und alles, was eine Demonstration von Christus Geist, von auferstandenen, erwachten Geist repräsentiert, ist immer nur dieselbe Erkenntnis, dass du nur das bestärken kannst, was Wahrheit ist, was ewig wahr ist. Und das ist der Grund auch, warum wir hier zusammenkommen und dies teilen, um dies zu bestärken, um die Wahrheit in uns zu bestärken. Weil nur die Wahrheit in uns frei ist.
Ich habe deshalb eine andere Deutung des Angriffs angeboten, eine, die ich mit dir teilen möchte. Wenn du sie glaubst, wenn du in sie vertraust, hilfst du mir, sie zu lehren. Wie ich schon sagte, wie du lehrst, so wirst du lernen. Und wenn du so reagierst, als würdest du verfolgt, so lehrst du Verfolgung. Eine solche Lektion sollte ein Sohn Gottes nicht lehren wollen. Denn wenn er seine eigene Erlösung erkennen möchte, lehre vielmehr deine eigene vollkommene Unantastbarkeit, nennt er es. Das entwickeln wir in diesem Lichtkontakt, in diesem uns freimachen im Geist von dieser Anhaftung an Gedanken, Körper zu sein oder in einem Körper zu sein oder durch einen Körper zu bewirken. Die Wahrheit ist, du bist vollkommen unantastbar. Lehre vielmehr deine eigene vollkommene Unantastbarkeit, welche die Wahrheit in dir ist, und sei dir darüber klar, dass sie gar nicht angegriffen werden kann. Unantastbarkeit. Unsere Unantastbarkeit kann nicht angegriffen werden. Wow. Versuche nicht, sie selbst zu schützen, sonst glaubst du, sie sei angreifbar. Von dir wird nicht verlangt, dich kreuzigen zu lassen. Hier ist bereits die Aussage, die Klarstellung, die wir eingangs gestellt haben. Es wird nicht verlangt mehr, uns kreuzigen zu lassen, was ein Teil meines eigenen Lehrbeitrags war. Das sind Jesus' Worte. Von dir wird nur verlangt, meinem Beispiel angesichts viel geringerer Versuchungen fehl wahrzunehmen, zu folgen und sie nicht als falsche Rechtfertigung für Ärger zu akzeptieren. Es geht um diese neue Denkweise, diese neue Sicht, uns nicht mehr zu rechtfertigen in etwas, worin das Ego noch sein Sagen hat, sondern alles, was innerhalb der Wahrnehmungsebene ein Resultat zeigt und wieder der Auflösung in dem Sinne gewidmet ist, den Ausgang findet, ist eine Fehlwahrnehmung, gehört zur Fehlwahrnehmung. Und Fehlwahrnehmung wird ganz einfach aufgehoben, wird korrigiert. Das ist die Korrektur dieser Selbstkreuzigung, die der menschliche Geist für sich als so normal angenommen hat. Ja, großartig. Und ich gehe zum 9. Absatz. Ich habe mich entschlossen, aufzuzeigen, um deinet und um meinetwillen, dass der ungeheuerlichste Angriff, wie das Ego ihn beurteilt, keine Rolle spielt. It doesn't matter, sagt er auf Englisch. Es ist nicht wirklich wichtig. Es spielt nicht eine Rolle, weil jeder Angriff, ob ungeheuerlich oder in einem kleinsten Ansatz, letztendlich Gott selbst als deine Quelle verleugnet. Und dies ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, der uns zu einer Erkenntnis führt, dass wir uns auf ein ganz anderes Niveau, auf eine andere Ebene, auf einer anderen Denkweise ausrichten und verbinden, letztendlich müssen, nicht nur sollen, weil wir uns ausrichten auf was ewig Liebe ist und auf ewig Liebe ausdehnt. Und in dem Sinne muss klar werden im Geist, dass alles andere, was die Wirklichkeit deiner selbst angegriffen hat oder nach wie vor erscheint anzugreifen, nicht tatsächlich keine Rolle spielt, keine Wichtigkeit aufweist.
Wie die Welt diese Dinge beurteilt, nicht aber wie Gott sie kennt, wurde ich, und hier ist die Aufzählung, verraten, verlassen, geschlagen, geschunden und schließlich getötet. So, er wurde getötet. Na, es gibt ja immer wieder die Stimmen, na, in Wirklichkeit ist er wahrscheinlich gar nicht gestorben, und dann hat er sich um 3 Tage versteckt, und dann hat ihn die Maria halt aufgefunden. Es war klar, dass dies nur wegen der Projektion anderer auf mich geschah, da ich niemanden geschadet und viele geheilt habe. Und um hier das noch zu vollbringen, du wirst nicht verfolgt, ebenso wie ich es wurde. Es wird nicht von dir verlangt, meine Erfahrungen zu wiederholen. Und hier ist der Grund, weshalb. Weil der Heilige Geist, den wir miteinander teilen, dies überflüssig macht. Und das ist ein ganz wertvoller Satz, eine wertvolle Aussage. Es ist diese Erkenntnis dieser Mächtigkeit in unserem Geist, die diese Kommunikation ausrichtet, die der Heilige Geist ist und uns damit aufzeigt, dass all das, was als Mittel zur Auferstehung, zur Demonstration des Freiseins vom Körper, zur Demonstration, dass Geist nicht sterben kann, nicht sterblich ist und als Kreuzigung bezeichnet wird und als Kreuzigung so nach wie vor wertgeschätzt und aufrechterhalten wurde im menschlichen Bewusstsein, dass hier nichts da ist, was verfolgt noch in dem Sinne sich wehren hätte müssen, verteidigen müssen. Das, was die Kreuzigung wirklich ausmachte, oder für dich, wenn du die körperliche Auferstehung durch deine Kreuzigungsgedanken des Getrenntseins von Gott wiedererfährst oder wieder hervorbringst, als Mittel verwendest, ist nichts anderes als dein vollkommenes Freisein zu erkennen. Ist ein Mittel, das dir aufzeigt, dass du nie das sein kannst, was du jemals dachtest zu sein. Es befreit den menschlichen Geist von allen Konzepten, die diese Trennung, diese Verbindung als objektive Wirklichkeit ausmachte. Und all dies aufheben zu lassen, ist unsere Bereitwilligkeit, in der Auferstehung zu leben. Um konstruktiven Nutzen aus meinen Erfahrungen zu ziehen, musst du, sagt er, musst du meinem Beispiel folgen, wie ich sie wahrgenommen habe. Ja, und 12. Absatz. Die Kreuzigung lässt sich nicht miteinander teilen, weil sie das Symbol der Projektion ist. Die Auferstehung aber ist das Symbol des Miteinanderteilens, weil das Wiedererwachen jedes Sohnes Gottes notwendig ist, damit die Sohnschaft ihre Ganzheit erkennen kann. Nur das ist Erkenntnis. Und somit ist die Botschaft der Kreuzigung vollkommen klar: Lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Jeder von uns hat eine Deutung von der Kreuzigung wie von der Auferstehung aus dem eigenen Erfahrensbereich. Und je persönlicher so eine Erfahrung ist, in der erkannt wird, dass innerhalb der Körperlichkeit nichts da ist, was die Lösung bringen kann,
die Lösung nicht bewirken kann, desto schneller kommt das Bewusstsein, der Geist an den Punkt, an dem losgelassen wird. Und wenn wir von Auferstehung sprechen, weil die Auferstehung von Jesus Christus, dürfen wir und müssen wir jetzt anerkennen, dass es unsere eigene ist, dann kommt das nur zustande und wird nur erkannt, wenn der Geist bereit ist, loszulassen, sich hinzugeben, aufzugeben in dem, was noch an eigener Lösung im Geist herumschwirrt, was noch an irgendeiner Verteidigungs- oder Schutzidee im Geist wirksam ist. Ein Moment des vollkommenen Aufgebens, das bewirkt wird durch die Erkenntnis, dass durch den Körper und durch den konzeptionellen Geist nichts mehr erreicht werden kann, bewirkt ganz natürlich und automatisch und direkt unmittelbar das, was wir Auferstehung nennen. Und sicher ist die Frage, was müsste ich noch dazu tun? Wie lange müsste ich noch darauf warten? Wo sollte das stattfinden? Und dafür sind wir hier. Das ist der Platz, weil er dieser Platz ein Platz in deinem Geist ist. Das ist die Zeit, weil du nur jetzt lebst. Und das ist die Lehre, die dich befreit von allen Bemühungen, was du noch machen solltest oder müsstest. Ich habe das heute in dem Video von Master Teacher Morgens gehört, also einen ganz simplen Ausdruck von sich gab und sagte: Ich muss ich selbst sein und ich will auch nichts anderes, als dass du selbst bist. Und dieses Ich selbst sein kann nicht alle Zeit und alle Ideen mit einschließen. Ich selbst sein heißt, all das zu sein, was noch als Gedanken in mir, in meinem Geist am Wirken sind und wie sich diese Gedanken in einen Ausdruck mitteilen, weggeben wollen. Und es ist wirklich die Wahl, in dieser Verbindung, in diesem Hingeben, anstelle des Urteilens und Projizierens, in der wir ganz klar feststellen, dass unser Nächster, der neben uns steht und mit uns nach Hause geht, wenn er selbst, sie selbst ist, das Wunderschönste im ganzen Universum ist, das Liebevollste ist, was überhaupt wahrgenommen werden kann. Und das nur, weil es für uns selbst angenommen wird. Wenn du da hinblickst, in deinem Geist, dann erhaschst du einen Hauch, von welcher Heiligkeit du umgeben bist.
Das ist wirklich nur noch ein Danke für dein Hiersein. Danke für dein Du-Selbstsein. Danke für dein kompromissloses Aufstehen. Du selbst zu sein. Weil du nur für einen kleinen Moment ein kleines Selbst, das nichts weiß und nichts sieht, darstellen kannst. Und im Inneren ganz klar spürst, wie dein wahres Selbst, das eine Selbst, bereits hervorkommt und sich zeigen und geben will, demonstrieren will, dass es nichts mit dieser Welt wirklich zu tun hat, dass dieses Selbst frei ist von allen begrenzten Ideen. Und wer hier in diesem Saal, wer in deinem Geist, wenn du darüber offen sprichst und auch diesen Zugang zu Christus Jesus hat, Zugang hat auch zur Geschichte, wie wir sie kennen. Wer hat nicht schon in Tränen aufgelöst, das Bild der Kreuzigung in Erfahrung gebracht und auf eine andere Ebene gebracht. Und oft sind es Erinnerungen, die, ob du jetzt direkt da dabei warst, mit ihm warst, oder einer der Ankläger und der Soldaten war es, der einfach mitgemacht hat. Es spielt keine Rolle. Alles war im menschlichen Geist. Diese Schuldprojektion, diese Notwendigkeit, nicht für sich selbst zu erlauben, was im Teilen der Heilung, im Teilen der Verbindung mit Gott unweigerlich in Erfahrung gebracht wird, weil es wird in Erfahrung gebracht, wie diese Welt verschwindet. Es wird in Erfahrung gebracht, dass dieser Körper gar nicht da ist. Es wird in Erfahrung gebracht, das ewige Licht zu sein. Und nur die Angst hat diese Projektion gemacht. Und
Wenn wir zulassen, das für einen Moment zu spüren, dann können wir diese Energie benutzen. Wir können diese Energie benutzen, um unser Commitment mit dem auferstandenen Christus Jesus zu bestätigen und zu bestärken. Wir können diese Energie benutzen, um zu bestärken, ihm zu dienen, Diener Gottes zu sein. Und auf diesem neuen Weg, in dieser neuen Ausrichtung, uns zu zeigen und zu erfahren, lässt all diese Bilder verschwinden, weil es tatsächlich ein vollkommenes Ausgerichtetsein mit seinem Geist, so wie wir es gerade hier geteilt haben, im Satz, wo er gesagt hat, dann hilfst du mir, dann bist du sozusagen ein Medium, durch das ich die Botschaft weitergeben werde und weitergeben kann, lehren kann, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich habe in einem Artikel, mit dem ich, den ich mit dir noch teilen möchte, es mit drei, ich habe es damals als Prämissen bezeichnet, drei Erkenntnisse, drei Ideen bezeichnet, die wirklich diese Auferstehung ausmacht, in der Auferstehung zu leben, die erkannt werden in unserem Ausgerichtetsein mit seinem Geist. Und ich habe dies in dem Artikel, in diesem Basisbuch, der Ruf an das Grenzenlose, beschrieben. Und es ist die Auferstehung in das Licht rausblitzen, dich selbst erkennen. Und ich habe da schon mal etwas bestimmte Teile geteilt und werde nun auf andere Teile darauf eingehen. So, diese erste Erkenntnis, diese erste Prämisse lautet, es gibt kein totales Loslassen, solange man in der Beobachtung von Empfindungen, von Wahrnehmungen, von irgendwelchen sich verändernden Denkformen bleibt. So, da, wovon wir gesprochen haben, diese totale Hingabe, dieses totale Loslassen aus dem Grunde, weil im Geist erkannt wird, dass nichts machbar ist, weder auf physischer Ebene noch auf persönlicher, konzeptioneller Ebene, um das Problem zu lösen. Solange man in der Beobachtung von Wahrnehmungen, von irgendwelchen sich verändernden Denkformen bleibt, sowohl individuell als auch in der Assoziation mit unseren Brüdern, machen wir den wesentlichen Schritt, in ständigem Kontakt mit ihm zu sein, der unser Erkennen einer vereinten, singulären Erfahrung bestärkt. Ich fürchte mich nicht länger von irgendwelchen Angstgedanken in meinem Geist. Kannst du dem folgen? Es ist die Angst vor der Angst. Ne? Ich mache buchstäblich einen geistigen Schritt mit meinem ganzen Sein hinein in die Unwirklichkeit der auftretenden Empfindungen. Sich ohne Angst darin einfach zu sein, zu erfahren. Einen Schritt mit dem ganzen Sein hinein in die Unwirklichkeit der auftretenden Empfindungen, die wir bis jetzt versucht haben, als Anführungszeichen Dunkelheit zu verstehen. Und ich erfahre sie einen Augenblick lang als das, womit ich mich in der Vergangenheit in Bezug gesetzt habe und als was ich mich selbst definiert habe, dass ich eine Wirkung aus Angst und Schrecken, aus allen sich vorstellbaren Trennungsgedanken von unserer Quelle wäre. Und dann gehe ich jenseits aller Begrenzungen hinaus, jenseits jedes Konzeptes, hin zur Wahrheit, im Erkennen, dass nichts jemals geschehen ist. In der Erinnerung, und dies wird die zweite Erkenntnis, die zweite Prämisse sein, ich bin auf Seite 30, gehe auf Seite 31, dass ich als ein konzeptionelles menschliches Bewusstsein
mit all diesen vergangenen Makeln mich nicht selbst in einen singulären, in eine singuläre Wirklichkeit zurückerstatten kann. Noch einmal, dass ich mich nicht selbst der einen singulären Wirklichkeit zurückerstatten kann. Ich muss alle Bemühungen meinerseits loslassen und Gott um Hilfe bitten, der bereits in meinem Geist ist, als der eine, und bereit sein, mich mit ihm in seinem Geist zu verbinden. Das ist die Wiederherstellung der Wiedervereinigung mit ihm, der uns den Geist Gottes zeigt, mit dem wir denken und wo das Licht ist. Die Umwandlung von der Finsternis zum Licht kann nie in der Isolation eines privaten Geistes auftreten oder im Glauben an ein sich zurückziehen von unseren Brüdern und von der Welt, die wir sehen. Sie tritt durch die Verwendung der Kraft des Geistes auf, des absolut reinen Geistes. Und die dritte Prämisse, die dritte Erkenntnis ist, bei der dritten Prämisse, ich habe einen Bedarf an der Kraft des Lichts, der Liebe und der Freude, die von Gott ist, anzukommen, beginnt eine Wachsamkeit, dem Zweifel und Urteilen des linearen Denkens entgegenzuwirken. So, wir sagten, dass zuerst kein totales Loslassen möglich ist, solange hier noch ein Festhalten am Beobachter, am Beobachten von Empfindungen, von Wahrnehmungen, egal aus welcher Denkform kommend, möglich bleibt. Die zweite Prämisse war, dass wir nicht selbst diese eine singuläre Wirklichkeit herbeiführen können, uns zurückerstatten können, dass wir Hilfe brauchen, dass dies durch Gott als letzter Schritt bewirkt wird. Und der dritte Punkt ist eben, dass hier ein klarer Bedarf zum Ausdruck kommt, dass diese Kraft des Lichts, diese Kraft der Liebe, diese Kraft der Freude, die von Gott ist, dieser Bedarf gesehen wird und dieser Bedarf eine neue Wachsamkeit erlaubt, in der jeder Zweifel, jedes Urteil, alles lineare Denken darin verschwindet. Sobald ich nicht länger an Groll oder selbstgerechten Gedanken in meinem Geist festhalte, die ich in Wahrheit unmöglich haben kann, sondern in diese Kraft vertraue, die weit größer ist als irgendein Selbst, erfahre ich sofort Befreiung und die Gegenwart Gottes in mir. Und es treten für einen Moment diese Empfindungen auf, überall, und sie werden als Gedanke selbst erfahren, ehe alle Körperempfindungen in das Nichts verschwinden, das sie wirklich sind. Kommunikation im Licht und durch das Licht mit Gott wird damit zurückerstattet, wie sie unverändert und unveränderbar geblieben ist, durch all meine Versuche hindurch sie wiederzufinden, irgendwo da draußen, in dir oder in jemand anderem. Und ich gehe zur Seite 34, um das abzuschließen. Das hier, ja, das, was noch wahrgenommen wird als selbst, als eine Wahrnehmung von Bildern der Welt, das hier, wo du dich in diesem Augenblick in der Traumsequenz befindest, ist ein Ort des Übergangs, sowohl für dich als auch für mich. Er bietet uns zusammen alles an,
um unsere früher getroffenen Entscheidungen als erfüllt zu erfahren, um nach Hause gehen zu können und frei zu sein und eins zu sein mit unserem Vater im Himmel. Das ist alles, was ich sagen kann und was ich hier des Teilens als wertvoll kenne. Es ist ein Geschenk, das uns von Gott gegeben wurde, dass wir nun erkennen können, dass wir frei sind. Es ist das Annehmen der Schöpfung, dass er seinen geliebten Sohn, dich, mich, jeden, nach seinem Abbild schuf, ihm gleich in seiner Liebe und Vollkommenheit, so wie er ist. Das ist wirklich die Erkenntnis der Auferstehung, nicht wahr? Die singuläre Wahrheit braucht keine weiteren Erklärungen, denn es gibt nichts außerhalb von ihr. Beschreibungen und Erklärungen sind nur ein Zeugnis davon, wie Gedanken verarbeitet und losgelassen werden, sodass wahre Kommunikation wieder hergestellt werden kann. Dennoch wird diese Wahrheit im Vertrauen ausgedrückt, dass ich in meine Brüder habe, die mit mir in dieser fantastischen Episode nach der Auferstehung zusammen sind, welche mir nichts anderes zeigt als die Tatsache, dass du der Erlöser der Welt bist. Indem ich den Christus in meinem Bruder sehe, in dir, in dem lustigen Kerl, der buchstäblich neben mir steht. Danke, dass du dich mit mir in der Auferstehung verbindest und siehst, dass die Illusion der Kreuzigung vorüber ist und uns nicht mehr länger dient. Außer, wie ich sagte, als ein Mittel zur Erfahrung der gesamten körperlichen Auferstehung. Verbinde dich mit deinem auferstandenen Selbst in jedem bevorstehenden, überwältigenden Event zwischen jetzt und der Ewigkeit. Wir nannten es für eine lange Zeit Ostern. Am gegebenen Treffpunkt und im geheiligten Zentrum in deinem Geist, wo immer du meinst, dass du dich auffinden willst. Und du siehst, das ist auch nur eine Beschreibung von Hiersein. Das ist der gegebene Treffpunkt. Hier, hier und jetzt. Der Master Teacher von Ein Kurs in Wundern und Lehrer Gottes laden dich ein, die Leidenschaft deiner Auferstehung zu erfahren. Und das ist noch ein Satz, der aus seinem Geist kommt. Komm, sei befreit von dieser Bürde der Angst und des Selbstzweifels, von der du dachtest, dass sie ein notwendiger und unentrinnbarer Teil deiner Existenz war. Komm und befreie dich selbst, damit die Welt frei sein kann. Komm jetzt zu dieser Feier, der du schwer beladen bist. Wir laden dich ein, die unvergleichliche, auferstehende Kraft der Liebe zu erfahren, die von diesem ständig sich ausdehnenden Kreis der Sühne ausstrahlt. Amen. Danke dir für deine Aufmerksamkeit, dein Hiersein. Lass uns noch für einen Moment zusammenbleiben. Wenn du etwas noch fragen möchtest oder kommentieren möchtest, fühl dich frei, dein Mikrofon anzumachen. Wir haben noch einen Moment Zeit. Danke dir. Jesu wiederkommt auf den Wolken. Danke, danke. Ja, und ich habe heute schon mal angekündigt, morgens, dass
es auch diesen Kongress gibt, der nun auf nach Ostern, also ab Ostermontag, ich werde es dann noch einmal ankündigen. Hier ist ein Link zu einer Beschreibung, wie ich es auf meiner Webseite verlinken werde. Und zwar unser Bruder Ulrich lädt wieder ein mit über 36 Interviews, fröhliche Auferstehung zu feiern. So kannst dir einen Blick reinwerfen für Details. Und wenn du Interesse hast, auch ab Ostermontag für 10 Tage lang daran teilzunehmen. Ja, sind wir alle okay? Bist du okay? Alles gut? Okay, dann habe ich noch ein paar musikalische Begleitungen in dieser Erkenntnis, wo wir gerade stehen in dieser heiligen Woche, in der wir uns im Detail an die Inhalte der Auferstehung des historischen Jesus Christus und letztendlich in der Notwendigkeit für uns anzuerkennen, dass es unsere eigene Auferstehung ist, hier und jetzt und jeden Moment.